auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Liebe Gemeinde, wir feiern Ostern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir feiern die Auferstehung Jesu von den Toten. Wir feiern den Sieg des Lebens über den Tod. Wir feiern den Sieg der Liebe über den Hass. Denn das Leben ist stärker. Die Hoffnung geht weiter. Und Gott spricht, du wirst leben. Als Zeichen dieser Hoffnung entzünden wir die Osterkerze. Denn das Licht von Ostern verbindet uns mit Gott und verbindet uns untereinander. Woher ich auch komme, dein Licht war mein Weg. Wohin ich auch gehe, deine Hand ist mein Steg. Und wer ich auch war, am Anfang warst du. Wer immer ich werde, du kommst auf mich zu. Was war und was sein wird, was bleibt und was hält, du lebst und das zählt, Herr, in unserer Welt. Du lebst, ich kann hoffen, du schenkst mir den Sinn, so bleibe ich offen, wer immer ich bin. Claudius, ist schon ein bisschen unheimlich. Was jetzt? Dass wir uns hier draußen die ganze Nacht um die Ohren schlagen. In der Tat, ist schon verrückt. Der Centurio meinte, er könnte gestohlen werden. Wer jetzt? Na, dieser Tote, der Jesus eben. Das habe ich ja noch nicht gehört. Jetzt klauen sie auch noch Leichen. Seine Anhänger könnten dann behaupten, er sei gar nicht tot. Blödsinn! Den haben doch alle am Kreuz hängen sehen. Und du hast auch mit dem Speer nachgeholfen. Schon, aber seine Jünger? Ach, alles Fanatiker. Eben, und deshalb stehen wir hier. So, also du meinst, diese Jesus-Leute, die könnten ihn... Achso, das ist natürlich möglich. Ja, dann ist auch klar, warum Pilatus so darauf aus ist, dass wir hier die ganze Nacht stehen. Und der Tote wirklich tot bleibt. Sag mal, glaubst du, dass es noch ein Leben gibt? Ich meine, nach dem Tod? Nee. Also ich meine, wer die Augen zumacht, der macht sie nicht wieder auf. Tod ist tot. Finde ich auch. Aber dieser Jesus meinte, er würde auferweckt werden von seinem Gott. Ja, das meinen so manche. Zurückgekehrt ist noch niemand, ne? Alles Spinnerei. Du, da kommen Frauen. Was wollen die denn hier? Was weiß ich, wie die Juden mit ihren Toten umgehen. Wir verbrennen sie und damit basta. Mir fällt gerade ein, die sollen ihre Toten waschen und salben. Verrückt war. Was ist das? Die Erde! Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt.
Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Claudius, Claudius, der Stein! Was ist mit dem? Er ist weg. Die Höhle ist leer, hörst du? Hier, es sind nur noch Binden auf der Steinplatte. Was ist überhaupt geschehen? Was? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Mir war, als wäre das Licht explodiert. Aber diese Stimme, das war doch nichts Menschliches. Das war... Oh. Ich weiß auch nicht, was das war. Wenn wir das erzählen, der Centurius frisst uns. Ja, du hast recht. Das glaubt uns keiner. Die Welt steht Kopf. Ich kann es ja selbst nicht glauben. Die Welt steht Kopf, ich sag's dir. Wenn sich das rumspricht. Was für ein Privileg, liebe Schwestern und Brüder, Ostern zu beginnen mit dem Osterjubel. Mit Jubel, mit dem Ausdruck unverschämter Freude. Was für ein Privileg. Schließlich geschieht Ostern am leeren Grab. Und die am Anfang dort standen, denen war nicht nach Jubeln zumute. Den beiden Wachen sowieso nicht, aber auch den drei Frauen am Grab. Die einen waren wie gelähmt, die anderen hatten Angst, Furcht und konnten es nicht einsortieren. Was für ein Privileg, zu Ostern jubeln zu können, gerade auch an dem Ort des Grabes. Oder, wie es bei Matthäus heißt, an dem Ort, an dem die Erde erschüttert, bebt. Wenn der Boden unter den Füßen bebt, ist es ein Zeitpunkt, wo man eher sich zurückzieht, verkrampft oder versteinert. Was für ein Privileg, dann genau andersrum zu reagieren, mit Jubel und Freude. Gerade in so einem Moment ist die Freude der Löser aller Spannungen im Körper. Was, wenn man so reagieren kann? Wenn wir es können, aber die ersten Zeugen nicht, dann liegt das daran, dass wir die Ostergeschichte vom Ende her kennen, einsortieren können, längst wissen, was es bedeutet, dass das Grab leer ist. Den Triumph des Lebens über den Tod, der Liebe über Hass und Machtgelüste zu leben, zu erleben, zu kennen, quasi schon Jahr für Jahr immer wieder in sich aufgesogen zu haben. Dadurch kann man sich erst freuen. Sogar am Grab, am Ort der Trauer, der Niederlagen, der Abbrüche. An Orten, an denen man im Leben sonst gerade nicht jubelt.
Durch das Ostertraining über die Jahre hin kann man anfangen zu verstehen, was es bedeutet, dass Ostern, trotzdem es am Grab geschieht, ein Jubelfest ist. Liebe Schwestern und Brüder, das ist wohl die Botschaft zu Ostern, dass wir lernen an den Orten, an denen sonst Abbruch, Leid, Schmerz, Unklarheit, auch Schuldgefühle sind, dass wir dort um den wissen, der die Macht hat, das zu durchbrechen. Daraus die Liebe herausbrechen zu lassen, neu. Und zu Ende für alle. Das gute Ende, auf das wir zugehen, ist der Triumph des Lebens, der Triumph der Liebe Gottes. In dieser Gewissheit können wir jubeln, gerade auch in der merkwürdigen Stelle am offenen Grab, am leeren Grab. Da können wir in den Momenten unserer Unsicherheit und Ungewissheit, wenn die Erde bebt, zumindest immer diesen österlichen Gedanken in uns tragen. Der Herr hat den Tod durchbrochen und dem Leben, der Liebe, der Gnade ein ewiges Zeichen gesetzt, auf das auch wir zugehen. Amen. Wir wollen Fürbitte halten. Nach jeder Fürbitte rufen wir gemeinsam: Jesus sei unser Licht. Gott, im Osterlicht erkennen wir deine Liebe zu uns. Wir wollen nun für viele das Osterlicht entzünden. Lass die Freude der Auferstehung Kraftquelle für jene Menschen sein, die traurig sind und Angst haben. Wir rufen: Jesus sei unser Licht. Lass die Freude der Auferstehung immer wieder aufs Neue in den kleinen Dingen uns entdecken. Wir rufen: Jesus sei unser Licht. Lass die Freude der Auferstehung unsere Herzen berühren, damit wir andere mit dieser Freude anstecken. Wir rufen: Jesus sei unser Licht. Lass die Freude der Auferstehung besonders in allen Kranken und Benachteiligten leuchten. Wir rufen: Jesus sei unser Licht. Lass die Freude der Auferstehung auch zu den Geflüchteten und Heimatlosen strömen, auf dass sie neue Hoffnung schöpfen. Wir rufen: Jesus sei unser Licht. Und als Kinder Gottes verbunden beten wir gemeinsam, wie Jesus uns gelehrt hat: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht in diesen Ostertag unter dem Segen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.